Die neue Tagebuch-App von Apple kann mehr, als sie vielleicht sollte. Mitte Dezember gab es ein neues Update und damit eine neue Journaling-App, die automatisch auf fast allen iPhones installiert wurde. Jetzt gibt es dazu Kritik. User, wie zum Beispiel hier auf TikTok, stört, dass die App eine Tracking-Funktion hat. Dein iPhone kann nämlich sehen und anzeigen, wenn deine Handykontakte in deiner Nähe sind. Also, wenn du eine Freundin zufällig im Park triffst, schlägt dir das dann als Eintrag vor: Marie heute im Park getroffen. Also, ich meine, wenn ich jetzt einfach nur Tagebuch schreiben will, möchte ich ja jetzt nicht unbedingt getrackt werden, oder? Das größte Problem dabei: diese Tracking-Einstellung ist automatisch aktiviert. Man muss sie erstmal manuell deaktivieren. Ihr geht auf Einstellungen, danach auf Datenschutz und Sicherheit und dann auf Journaling-Vorschläge. Und hier deaktiviert ihr sichtbar für andere. Bei Siri und Suchen könnt ihr von dieser App Lernen deaktivieren, wenn ihr nicht wollt, dass Siri mit euren Tagebucheinträgen trainiert wird. Falls euch das geholfen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, teilt das mit Leuten, die das vielleicht brauchen könnten, und passt auf euch auf.